Ja, Erik, herzlich willkommen zurück zu deinem Let's Play. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei diesem Let's Play heute, bei dieser Folge. Was ist denn los? Die wird bestimmt großartig. Tobi, was ist? Warte, ich hab was. Warum bist du denn jetzt so? Nee, bin ich? Ich wünsche dir viel Spaß. Ich will dir das Spiel nicht verderben. Nein, was sollte mir das Spiel denn verderben? Hä? Weiß ich nicht. Tobi, manchmal, deine Launen sind manchmal echt unerträglich. Oh, ist das einfach herrlich. Aber wo stehen wir mittlerweile? Meinst du wir beide? Wir beide, also ganz am Abgrund. Ist das eins von diesen Gesprächen? Ja. Oh. Ich muss hier schnell weg. Ich will nicht gebissen werden von, Ja, von wem? Vom Hai, Tobi, vom Hai. Wie heißt der Hai denn? Der hat ja immer ganz lustige Namen hier in jeder Folge, in anderen, ne? Weiß ich nicht. Wie heißt der denn heute mal? Er heißt so, wie du ihn nennen möchtest, Tobi. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Am Ende, Tobi, am Ende sind wir dieser Hai. So. Entschuldigung, ist so schön. Oh. Kennt die Scham dieses Mannes denn keine Grenzen? Morgen oh, Alter, oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Fast wäre Karma geschehen, Tobi. Das glaube ich nicht. Aber zum Glück gibt's sowas nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, habe ich auch schon lange die Hoffnung drin. So. Ist noch ein Stück Elf denn übrig? Ja. Oh. Ach, warte mal. Hast du Elfle mitgenommen? Oh, ich komme zu spät. Ja, ich komme zu spät. Das Problem ist, man ist nicht schnell genug über das ganze Schiff mittlerweile gerannt. Ja, ne? Ja, wir brauchen dringend die stabilen Seiten. Geh doch zum Friseur. Meinst du Seite auf Kontostand oder was? Na klar. Nice, Tobi. So, okay. Du hast nicht nur noch einen Haiköder, um diesen sehr schönen Hai zu beschäftigen? Nee, da müsste ich mir eine Angel bauen. Warte mal, das kann ich mal gerade machen. Ich sollte auch mal angeln. Puh. Ich traue mich gerade nicht ins Wasser. Warum? Da ist ein prächtiger Hai. Sind da diese komischen Abo-Bots wieder unterwegs, oder was? Look me sexy profile! Diese komischen Werbebots. Weißt du, ich finde, das ist Name-Shaming, was du hier betreibst. Ich. Leute können doch heißen, wie sie wollen. Hm? Und wenn der Hai, wenn der Hai eben so heißen möchte, vielleicht solltest du ihm das nicht verbieten. Ja, oder nicht darüber urteilen, Tobi. Hm? Ja, Entschuldigung, ich bin echt ein böser Finger. Das ist, So. Kann ich vielleicht, bevor der mich dann hier... Noch nicht, was mich da manchmal reitet. Tut mir leid. Hm? Ich weiß auch nicht, was mich da manchmal reitet, das tut mir echt leid. Ich dachte, du bist ungeritten. Das hast du behauptet, Erik. Achso. Aber dein prächtiger Speer, Tobi, was ist damit? Er ist, beste Zustand. So, warte. Uah, leichte Gebrauchsspuren. Was schnell, ist der Preis? Schnell weg. Oh, ist das aufregend. Oh, Tobi. Ich mache hier Leben am Limit. So viel Action gab es ja selten. Aber immer schon am Rand entlang, ne? Tobi und sitzt auf dem Schiff. Und angeln Makrelen. ob wir eine Planke oder so eine Gangway brauchen zum Festland irgendwie irgendwann? Das Problem ist halt, dass du das Schiff halt nicht drehen kannst. Das heißt, du kannst halt nie irgendwie genau sagen, okay, ich drehe das Schiff jetzt so, damit unsere Planke da hinten hingeht. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen blöd. Vor allen Dingen müssen wir mit der einen Seite immer gegen den Strom, damit wir möglichst viel Schrott aufsammeln. Also möglichst viel Zeug aufsammeln. Ich weiß nicht, ob man das Ding früher oder später noch drehen kann, ob das irgendwann noch geht. Das Schiff? Weiß ich nicht. Also vielleicht mit Motoren oder so? Oder so einem Ruder oder sowas? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Hm.
So, und du? Also ich könnte jetzt einen Haiköder noch machen. Lohnt sich das auf der Insel hier noch oder meinst du, da ist eh nichts? Ich würde sogar fast sagen, lass mal die nächste ansteuern. Ja, ich glaube auch. Ja, ich komme mal wieder an. Ich komme mal wieder an. Wie komme ich denn jetzt an Bord? So. Boah, war das mutig. Leben am Limit, Tobi. Hast du gerade gesehen? Heftig, ja, heftig. Du bist so ein krasser Boy. Alter, das war schon heftig. Ja, ich hab... Hier, ich hau den Wels auf den Grill. Geil. Leben ist gerade meine Augen vorbeigezogen, Tobi. Ich sag's dir. Ah. So. Tja. Ja, wollte ich sagen. Dann kann man lichten. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Flop. Nicht nur dein Haupthaar lichtet sich, sondern auch der Anker. So. Schmeißt du wieder Plastik weg eigentlich? Nee, ich sammle eigentlich Plastik. Ah, okay, super. Ah, super. Wollte ich gerade fragen. Ja, so, das war mit der Insel hier. Fahren wir denn auch jetzt? Doch, ne? Ich glaube ja. Ja, doch, ja, bisschen zaghaft, zögerlich, aber ich glaube, wir sind gleich wieder auf Kurs. Oh, ich liebe die Sonnenuntergänge und Aufgänge oder, ne, also das ist schon immer sehr schön. Ja, sehr geil, sehr geil. Und zwar, also ich muss sagen, es sieht nicht so geil aus wie bei, also es sieht trotzdem geil aus, aber nicht so geil wie bei Sea of Thieves, muss ich sagen. Ja, also, nee, lange nicht. Nee. Da ist es, also das ist doch nochmal eine Ecke geiler, aber es ist schon sehr gut. Ja. Ist schon schön. Ist aber malerisch schon ein bisschen. Ist geil. Ist nicht realistisch, es ist einfach malerisch. Ja gut, realistische Spiele gibt es heutzutage genug, ne? Ja, das stimmt, hast recht. Hast du mitbekommen mit Ubisoft, die dann ihre... warte mal. Ich nehme Lama. Warte, ich muss den so angreifen, dass man den Namen noch lesen kann. Ja, ich... Alter, schön. Ich habe irgendwie so einen Kotzbrocken im Hals seit letzter Folge. Ich weiß auch nicht. Der drückt sich immer wieder hoch. Bist du krank, Tobias? Tobias, bist du krank? Ich komme mit dem Thermometer. Was? Spreiz. Nee, was ist mit Ubisoft? Achso, hast du mal einen Retweet mitbekommen von Ubisoft, was jetzt irgendwie entwickelt haben? Scheiße, wie heißt nochmal? Scale, irgendwas? Hab ich vergessen? Ach, das mit der Map, mit der riesigen. Das hab ich gelesen, wo du wieder jedem geantwortet hast, außer mir. Hab ich gelesen, Erik. Wie, wo du. Tobi, ich antworte dir eigentlich immer bevorzugt. Nein, alles gut. Ich habe auch nichts Sinnvolles geschrieben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sonst hätte ich ja geantwortet. Nee, aber. Nee, aber ernsthaft, die wollen ja. Ich frage mich halt, was das für Spiele werden, weil ich glaube, so eine ähnliche Technologie hat schon der Microsoft Flight Simulator, ne? Ja, aber ich glaube, die wollten doch so ein Assassin's Creed machen, was alle Assassin's Creeds irgendwie verbindet. Also alle irgendwie in einem Spiel. Aber das wäre auf keinen Fall Singleplayer. Nee, das soll, glaube ich, sonst, ja, Game as a Service halt werden, ne? Leider. Das funktioniert ja sehr gut, wie wir immer merken. Ja, natürlich. Also, ja, die Leute, die stürzen sich heute noch auf neuen Content zu The Division, ne? Ist ja klar. Ja, obwohl, die Valhalla DLCs spiele ich gerne, aber ich mag Valhalla auch gerne, ne? Das ist natürlich Geschmackssache, ja, aber. Das sind ja auch so Singleplayer-DLCs, ne? Das sind halt richtig vollwertige Dinger, die halt mal eben 50 Stunden Spielzeit mit dazu bringen. Genau. Und ich glaube, die Sachen, die da so kommen, ich bin mir nicht so sicher, ob das. Ah, ich weiß halt nicht, was die vorhaben. Ich weiß es halt nicht. Ich kann nichts nicht beurteilen. Aber die Technologie an sich finde ich spannend. So quasi eine Welt mehr oder weniger zu streamen. Ne? Also nicht wie ein Videostream, sondern man hat es ja heute schon bei Open World Games, dass dann nur Teile der Map durchgestreamt werden bei dem, was du spielst. Ja. Also das könnte interessant werden. Ich hab das eigentlich schon fast zu dem neuen GTA erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim neuen GTA, ich hab ein bisschen Angst vor NFTs. Ich verstehe den Hype um NFTs nicht. Ich weiß auch bis heute noch nichts. Ja, was denn? Ich bin doof, ich hab das Falsche gebaut. Achso. Ich verstehe den Hype darum auch nicht, weil es ist halt wirklich nur, du baust ein Bild oder nicht. Mehr ist es doch nicht. Tobi, der Hype ist Geld. Leute denken. Wieso haben wir keine NFTs?
Leute denken, die kaufen halt also Leute denken, glaube ich, die kaufen etwas von Wert. Statt einfach nur eine Datei, wo irgendein Link drin ist. Aber so verballert können doch die Leute, die sowas kaufen, gar nicht sein, dass die wirklich denken, dass das so viel Geld wert ist. Das Ding ist, du musst ja daran glauben. Oh, okay, das ist nice. Du musst ja daran glauben, A, um es zu kaufen und B, um daran zu glauben, dass dein Bild später mehr wert ist. Oder das, was du gekauft hast, mehr wert ist. Als das, was du ursprünglich dafür gezahlt hast. Aber, oh, Nägel, das kostet Nägel, scheiße. Aber die Rechnung geht natürlich. Also ich. Wenn du Influencer bist mit einer Followerschaft, glaube ich, hast du mehr Chance, dass du deinen Shit bewerben kannst und Leute das kaufen, weil es mal dir gehört hat. Ja, sowas vielleicht auf die Schiene. Als wenn du einfach Hans Franz bist, irgendein Bild kaufst und dann hoffst, dass du es weiterverkaufen kannst. Vor allem von irgendeinem schäbigen Affen oder so. Wobei die Affen sind inzwischen sogar einigermaßen bekannt. Aber es gibt ja inzwischen 1000 von diesen Reihen. So, das ist. Aber ist das so, dass theoretisch gesehen, sagen wir mal, da kommt jetzt ein Ubisoft haut jetzt von Assassin's Creed ein Bild raus, was weiß ich, wo Ezio drauf ist, ne? Ja. Und dieses Bild gibt es dann nur ein einziges Mal und das kann ich kaufen, oder wie ist das? Oder gibt es das 10.000 Mal und jeder kann das kaufen? Nee, das Bild gibt es nur ein einziges Mal. Und das Ding ist, du kaufst aber nicht das Bild, du kaufst einfach nur ein Zertifikat, dass du es gekauft hast. Du kaufst aber keine Rechte daran, du kaufst nichts daran, du kaufst nur das Zertifikat, dass du Geld ausgegeben hast für das Zertifikat. Ich bin aber der Einzige, der dieses Zertifikat dann hat. Genau. Wer sagt mir oder wer gibt mir die Garantie, dass Ubisoft dann nicht sagt, okay, cool, und morgen kommt das gleiche Bild nochmal raus, nur dann hat Ezio blonde Haare statt braune. Nur, das wäre dann ein anderes Bild. Ach so. Oh mein Gott. Ja, so, aber genau so wird es gemacht. Du hast zum Beispiel bei den Bored Apes, du hast halt diesen Grundaffen. Und das ist nicht immer ein Bored Ape, sondern es gibt halt, wie gesagt, also tausende von den Reihen inzwischen. Du hast ein Grundbild und das wird dann mit so verschiedenen Differenzen. Anderer Hut, hier mal eine Brille, da mal ein Bart, sowas halt. Und dadurch versuchen Leute dann natürlich irgendwie so 1000 Bilder und dann, ja, limitierte Reihe, bla bla bla, versuchen dann künstlich irgendwie was zu limitieren, damit künstliche Wertschöpfung haben, die aber nicht aufgeht, weil das Ding muss ja trotzdem irgendwas wert sein. Es ist einfach, naja. Es ist im Grunde genommen eigentlich fast so ähnlich, wie wenn du irgendein Sammelkartenspiel sammelst, so Pokémon-Karten oder sowas, so, wo es dann auch so seltene Variationen von gibt eigentlich. Ja, nur wenn du das Sammelkartenspiel kaufst, hast du die Sammelkarten. Wenn du ein NFT von der Sammelkarte kaufst, hast du irgendwo auf der Blockchain eingelötet das Zertifikat, dass du Geld mal ausgegeben hast für eine URL. Meistens eine URL auf einem Fremdserver. Und wenn der Fremdserver abgeschaltet wird, hast du sowieso nichts mehr. Außer der Datei. Mit einem leeren Link. Ja. Und Ubisoft wollte das so drehen, unter anderem, nicht nur Ubisoft, sondern auch andere Spielentwickler, dass man jetzt endlich die Möglichkeit hat, ein Item unique im Game zu haben. Aber das gibt's einfach schon seit 1000 Jahren. Diese Technik gibt es. Und das Wunderwerk heißt Datenbank. So, wow. Du brauchst keine Blockchain dafür, du hast aber eine Datenbank, das reicht. So, da hast du dann ein Unique-Item. Team Fortress 2 macht das seit 1000 Jahren so. Und es funktioniert seit 1000 Jahren, komischerweise, auch ohne NFT. Was soll ich gerade noch sagen? Habe ich jetzt vergessen, ich war gerade so im Rage drin. Es ist halt super sinnlos, tut mir leid. Ich meine, mich freut's nicht für die ganzen Scammer, die da inzwischen rumlaufen, weil OpenSea da, glaube ich, selber zugeben, dass 70% vom Content geklaut ist auf deren Plattform. Aber warum was ändern? Mich freut's aber wirklich für Artists, ja, die sonst irgendwie immer so ein bisschen am Limit gekratzt haben und jetzt Geld verdienen können. Aber das Lustige ist, die Artists, die damit Geld verdienen, sind halt die Artists, die bekannter sind, die vorher schon damit Geld verdient haben. Ist es halt leider. Das ist ganz fürchterlich, also ich bin keine Ahnung. Ja, naja, ist. Aber natürlich will man es keinem absprechen. Wenn die Leute dafür Geld ausgeben wollen, dann go for it. Aber ich glaube, also ich könnte mir. Also ich für mich persönlich, ich habe da tausendmal sinnvollere Dinge. Ja, ganz genauso. Geld für ausgebe. Da würde ich mir bei Bluebricks lieber ein neues Lego-Set, also ein neues Klemmbausteine-Set kaufen. Also ich sag mal so, wenn du 40 Millionen mit Krypto gemacht hast. Weißt du, dann ist auch egal, ob du deine Million in NFTs investierst. Dann lässt es einfach so liegen und mal gucken. Pff, dann ist dir vielleicht eh egal. Aber ansonsten, dem Otto-Normalverbraucher würde ich auf jeden Fall nicht raten, da reinzugehen. So auf gar keinen Fall.
Und was sind genau, Müll, was sind bei Gaming? Warte mal, ganz kurz, der Müllstrom ist nicht da. Achso. Wir schwimmen falsch, scheinbar. Ja, gut. Erik, wo ist der Müll? Der Wind hat sich gedreht, Tobi. Hier weht jetzt ein anderer Wind. Oh, merkt das schon. So, mal gucken. Ja, was wolltest du sagen? Genau, bei Gaming-NFTs wollten die noch was anderes machen. Und ich frage mich halt, wer kommt denn, also ganz ehrlich, wenn man auch nur ein bisschen Ahnung davon hat, wie Games funktionieren, wie kann man dann sowas erzählen, dass man dann sagt, ja, aber du hast jetzt zum Beispiel bei Game X, kaufst du einen Skin, ja, du kaufst bei Assassin's Creed einen Skin. Über NFTs. Aha. Und den kannst du dann auch in allen anderen Games benutzen, die NFTs bieten. Und das kann aber überhaupt nicht funktionieren. Du kannst ja nicht plötzlich einen Assassin's Creed-Skin bei FIFA benutzen. Oder sonst irgendwas, weil die Spiele müssen das ja technisch erstmal unterstützen. Das geht nicht aber so als Wunderwerk, so, ja, kauft man mit NFT, also kann man es überall benutzen, wo man mit NFTs kauft. Das ist so dumm. Und wahrscheinlich haben die haben wahrscheinlich allgemein bei Ubisoft-Spielen gemeint, schätze ich mal, oder? Nein. Das war wirklich so als Argumentation gemeint. Ja, wenn du da einmal einen Skin kaufst, dann kannst du in jedem Game benutzen, das NFTs unterstützt. Wow. Es ist einfach, ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Ich habe einfach keine Ahnung. Es ist teilweise einfach absurd. Ja. Aber ich will darüber, wie gesagt, ich will darüber auch gar nicht ranten, ne? Und wenn, ganz ehrlich, ich will auch niemandem verbieten, sein Geld da auszugeben. Nein. Ne? Also auf gar keinen Fall. Gebt euer Geld aus, wofür ihr wollt. Könnt natürlich auch bei uns subben auf Twitch, ne? Das wäre vielleicht sogar ein besseres Investment. Ja, da gibt's immerhin, im Gegensatz dazu, gibt's immer ein krasses Entertainment. Ja, krasses Entertainment und tolle Emotes bei allen und also, ne? Also, ja, das ist richtig. So. Okay. Und die habt ihr dann auch wirklich und könnt ihr auf ganz Twitch benutzen. Ja gut, die gehören euch aber nicht. Die könnt ihr nur benutzen. Nein, das nicht. Aber ja. Die NFTs ja auch nicht. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Außer eine schöne JSON-Datei. Oder so. JSON? So. Ja, ist egal. So. Okay, wir haben Metallbarren. Cool. Konnten wir Bolzen einschmelzen eigentlich wieder? Bolzen? Oh. Konnten wir, okay. Sollen wir mal einen Bolzen sehen? Zeig mal. Warte. Tobi, das ist Kunststoff. Das ist doch nur ein Dildo. Ich wollte einen Bolzen, Tobi. So. Kunststoff, Tobi. Es ist nur Kunststoff. Wo ist denn der Kunststoff? Nägel? Ja, also ich kann dich, glaube ich, immer brauchen. Legst du dir hier in die untere Kunststoffkiste hier drüben? Ach, da haben wir eine Kunststoffkiste. Ach, Plastik heißt das hier, nicht Kunststoff. Ich bin doof. Alles klar, cool, dankeschön. Oh, Erik, dein Wels ist fertig. Oh, geil. Oh, den kann ich auch direkt reinessen. Weil, Tobi, auf hoher See hat man echt Hunger. Ja, das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich in dem Spiel bis jetzt habe. Das Essen ist so anstrengend einfach. Ja, permanent fressen und saufen. Ja. Als würde man den ganzen Tag... Das hat noch nicht mal einen Unterschied gemacht, dass so ein fetter Wels, wenn du den einfach so reindrückst, der ist fast so groß wie der Körper von diesem Menschen, der hier gerade auf hoher See ist, dass der nicht einfach ein bisschen länger hält. Mhm. Das fühl dich, Brudi. Die Fresse. Hä? Was? So. Gut. Schön einschmelzen. Weißt du was? Ich schmelz die Bolzen mal ein, weil warum nicht? Was? Ich hab die einfach eingeschmolzen, Tobi. Es war mir einfach egal. Ich merk schon, ja. Aber irgendein Punkt, weißt du, aber irgendein Punkt sind mir Sachen im Leben, aber es ist immer vieles egal geworden, weißt du. Oh, geil, noch ein Bolzen. Das ist ja so eine Lebenseinstellung, das ist cool. Ne? So, wir sind, glaube ich, sind mal wieder back on track mit dem Müll, ja, ne? Jo, das sieht sehr gut aus. Prima. Da drüben ist eine kleine Insel. Gefallen. Aua! Klar, der High spawned einfach direkt hinter mir, oder was? Natürlich, ja, natürlich. Klar. Natürlich. Typisch Elflin. Nee. Nicht mehr. Was? Was, Tobi? Was? Hä?
Wie heißt der Hai? Sag es ruhig. Kai. Nee. Tobi, warum bist du denn jetzt so? Ja, du kannst den Namen ruhig aussprechen. Warum bist du denn jetzt so? Ich spreche den Namen doch mal aus. Tobi, warum bist du denn jetzt so? Oder fühlst du dich dabei unwohl, wenn du den Namen aussprichst? Nö. Ja, du, wie heißt der Hai? Aber ich bin doch nicht deine Marionette. Nee, das nicht, aber... Ich tanze doch nicht an deinen Fäden, Tobi. Kannst du auch mal den Hai-Name vorlesen, oder nicht? Weißt du was, bevor ich an deinen Fäden tanze, da abonniere ich lieber Gronkh. Oh mein Gott, ich muss kotzen. So, jetzt habe ich's gesagt. Übrigens auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk für eure Lieben. Ja, ihr könnt mit, deren Namen einloggen und einfach mal den Channel Gronkh abonnieren. Wow. Toll, einfach zum Valentinstag und zu Weihnachten. Beides ist möglich. Wow. Gibt's einen schöneren Weg zu sagen, ich liebe dich, als mit einem Abonnement bei Gronkh? Wow. So, Tobi, du hast es gewollt. Du hast es gewollt. Tobi, hast du denn schon ein Abo? Ich komm mir vor wie so ein Typ, der vor der Tür steht und zuverkaufen will. Tobias, früher war ich krecksüchtig, ja? Aber jetzt verkaufe ich diese tollen Abonnements für Gronkh. Das hilft mir ein bisschen meine Miete zu bezahlen, weißt du? Du könntest mir da wirklich helfen, Tobias. Bitte hilf mir, von Crack fernzubleiben. Abonnier Gronkh. Kränk. So. Jetzt habe ich es auch ausgereizt. Findest du? Bisschen. So, Schrott ist da. Ich wollte noch ein paar Netze machen. Also wir keine Planken mehr haben. Doch, ich bin gerade an der Kiste, warte. Achso. Ah, ja. So, nochmal 5 Netze reinballern. Wieso habe ich 2 Speere dabei? Sind es schwere Speere? Geht eigentlich. Aus Holz. Okay. Nur noch armselige Holzspeere. Ja, dann weiß ich auch nicht, Tobi. Warum? Ich habe nur einen gemacht. Ich habe keine Ahnung. Lul. Ah, geil, eine fette Kiste. Nice, 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 nice. Oh boy. So. Oh. Rohe Kartoffel konnte ich nicht mitnehmen. Schade. Was? Ich konnte die rohe Kartoffel einfach nicht mehr mitnehmen, Tobi. Okay. Das ging aber nicht. Na, hi. Dewitzka. Oh, Was denn? Wir stranden! Ja, was ist denn hier los? Oh, das ist, glaube ich, eine gute Insel. Hast du da einen Onkel noch? Ja, und natürlich. Soll ich mal eben... Warte, ich reff mal die Segel. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff. Aufnehmen. Ich hab schon wieder Durst. Durst. Bist du durstig? Ja, nicht. Ich glaube, das ist eine gute Insel, ne? Ja, ich glaube, das ist die gute Insel. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir die ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich hoffe, das ist... Ist das nicht auch immer random? Also, meinst du wirklich, dass das immer gleich ist von dem Inseltyp her? Was ich glaube, das ist doch random, was man hier so findet, oder? Also, was ich meine, tut nichts zur Sache. Ja gut, das ist ja sowieso klar. Ja, aber das hast du mir schon zu verstehen gegeben, Tobi, dass meine Meinung hier einfach ein Fliegenschiss wert ist. Ja. Das, ja. Zwischen den Folgen ja, immer. Punkt, zwischen den Folgen, der Tobi fährt mich manchmal ganz schön an. Ja, gut, aber auch zu Recht halt, ne? Ja, das... Da sind halt auch manchmal Anfängerfehler in der Moderation dabei, da kann man halt auch immer nur wirklich aus der Haut fahren. Ja, aber ich lern's halt noch, ne? Also hoffe ich. Ich glaube, ich versuch's ja noch. Ich guck schon immer deine Livestreams, um das auch ein bisschen zu lernen. So. Also ich probier's dann auch immer, ne? Und ich spreche dann mal nach. Ja, Schwimmbad, Pommes, was ist denn da wieder los? Ne? Also ich versuche das dann schon nachzumachen. Mhm. Aber es gelingt halt nicht immer. Ne? Das ist, Nee, das ist klar. Man muss ja auch ein bisschen dafür geboren sein. So.
Ja, dann fliege ich nochmal zurück zu unserem Schloss. Hm? Ja, ja, ja. Ja, also, ja. Es klang original. Ne? Ja. So. Okay. Oh, ich habe eine Kiste gefunden, da war Metallerz drin. Und mein nächster Auftrag führt uns nach Italien. Was? Hm? Da fahre ich gleich mal los. Tobi, kannst du den Hai beschäftigen? Ja, wenn er mich nicht gleich aufisst. Ich backe im Wasser. Oh, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Kann ich mich hier irgendwie hochbacken? Nee. Und deswegen sollt, ihr Gronkh abonnieren. Weißt du? Geh du mal unter Wasser. Ich werde den. Also, ich bleibe auf jeden Fall auf dem Schiff hier. Mach mal. Kümmerst du dich um den Hai? Tja, Erik, das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Weiß nicht, ob das jetzt so eine schlaue Aktion von dir war, mich gerade so zu verarschen. Ich hab dich gar nicht verarscht, das hast du selber gemacht. Mhm. Kannst du, Erik, der Haiköder ist da. Tobi, ich sehe dich, ne? Mhm. Oh, Fisch. Und jetzt kommt ja der scheiß Hai wieder nicht dran, ey. Oh, warum schmeißt das Ding auch so weit? Ich hab das eigentlich hier direkt ans Schiff geschmissen. Was soll da? Ich weiß nicht. Also, ist hier eine Unterwasserhöhle? Hier ist eine Unterwasserhöhle. Was? Oh, vielleicht ist das so eine Eisendings. So eine Eisen. Ja, Problem ist, ich habe nicht genug Sauerstoff, glaube ich, um da zu überleben. Ach, das schaffst du. Ah, der Hai hat mich gebissen. Tobi! Oh. Warum? Ja, wie gesagt, ich kann den nicht immer sehen, leider. Blut in der Lunge, Tobi. Dauert ja nicht mehr lange, wa? Die Höhle. Ich mochte der dich auch einfach wegen deiner Mütze nicht. Oh, ich hab immer die scheiß Wildschweinmütze auf, ne? So wie du 70 mhm. Folgen lang, ohne es zu merken. Aber wieso geht der Hai nicht an den Kö? Jetzt, da ist er doch. Ich weiß nicht, was du hast, Erik. Oh, ich hab da mich schon wieder. Oh, ja. Oh, da hat er mich gebissen. Oh, fuck. Okay, das funktioniert nicht mehr so. Ich glaube, du darfst ihn doch nicht angreifen aktuell. Ja, wenn das nächste Mal dran ist, lasse ich ihn mal kauen. Ich kann auch noch welche machen. Ich habe noch welche von den Ködern. Jetzt schaut er hier gerade bei mir rum. Ja, ja, bei mir auch. Das Problem ist, mit dem Schiff, ne? Das ist echt eine coole Sache. Ja, ist zu groß, ne? Man kommt aber nicht mehr drauf. Ja. Das ist nicht so schlau. Was machen wir denn jetzt? Warte mal, ich hab doch. Wo waren denn die Haiköder jetzt gewesen? Ich glaube, der kommt gerade zum Köder. Du kannst dann gleich rüberkommen, wenn du willst. Ja. Achso, ich wollte ja weiter nach Eisen tauchen eigentlich. Achso, ja, ja, oder so. Kannst du auch machen. Aber die Köder werden nicht so lange halten, ne? Ich glaube, 2 Minuten war das letzte Mal. Ich weiß es nicht. Das hat viel zu wenig. Und ich muss mich drum kümmern, dass wir irgendwie unter Wasser atmen können. Ja, noch ist er fröhlich am Kauen. Prima. Ich gucke aber jetzt nicht hin die ganze Zeit. Ja, Tobi, doch, bitte. Sonst verlange ich hier Werbeplacement. Ach so, deswegen. Tobi, du musst genau hinschauen, was er macht. Ja, ja. Achte bitte genau drauf. Ich höre das ja. Und bei der nächsten Aufnahme hat er dann die Soundfiles bearbeitet. Abonniert Gronkh, abonniert Gronkh, abonniert Gronkh. Oh Gott. Oh, der Köder ist weg. Ich schmeiß gleich einen neuen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ja, mal gucken, ich werde schon wieder gebissen. Oh, er hängt schon wieder am nächsten. Ah, ist klar, okay, ich werde nicht gebissen. Cool. Ja, ja, wir brauchen Sauerstoffflasche, wir brauchen. Irgendeine bessere Idee mit dem Hai gefühlt? Hoden. Hoden? Was? Wir brauchen Hoden? Nee, Boden. Achso. Im Schiff. 9. Ja, das auch, das auch. Aber ich meine, wenn wir hier rumschwimmen und Eisen sammeln,
Oder was, Eva? Oder hinten schwimmst. Wie eine Meerjungfrau taucht da hinten rum. Mhm. Nur ein bisschen fetter. I wanna be part of your world. La 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 la. Tobi, Tobi, guck mal in meiner Hose, ein Dingelhopper. Was? Ist der, hat der auch solche... Zagen? Ja, klar. Der ist ganz schön spitz, klar. Wenn du das meinst. Ekelhaft. So, weißt du, was ich mache? Hm? Betrug. Ich werde einmal wieder Betrug vollziehen. Also, geh ich aber mit, dann sehe ich auch mal was anderes, außer die ganze Zeit das Schiff hier. So. Betrug. Sag mal, was kann ich denn... Ich mach die mal raus, mach die mal rein. Oder mal hier irgendwie. Gehst du auch von Bord? Ja, aber erst in der nächsten Folge. Oh! Hä? Das ging ja schnell. Das ist, ja, ja, doch. Erfrischend. Oh, warte mal. Flapp, 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 flapp. Tobi, ich bin ein Hai. Flapp, flapp. Ich muss dringend trinken. Flapp, flapp. So. Was denn? Ich pack mal, ich muss mein Inventar noch mal leer machen hier. Das ist so vollgeschissen, ne? Vollgeschissen. Junge, Junge, Junge. Linie kackt und Linie schissen, oder? Sag ich dir. So, dann gönn ich mir mal zwei von denen da. Was denn? Mein Speer ist runtergefallen. Ja klar, der ist auch lang. Was passiert bei deinem Speer? Ja, klar. Tobi, sag Bescheid, ne? Wir können die Folge schon beenden, alles gut. Achso, ja cool. Ja, dann nächste Folge oder was? Ja, würde ich mal behaupten, ne? Aber du musst auch noch so ein Ding holen. Achso. Ja, sieh. Oh, ich brauche mal wieder einen neuen Haken, glaube ich. Oh nein! Ja, dann bis zur nächsten Folge und dann sammeln wir wieder ein bisschen, ne? Für Charity, für uns, meine ich. Wir sammeln. Tobi, nächste Folge sammeln wir für Schiffbrüchige. Ja, finde ich gut. Ne? Das ist ein gutes Motto, das sollten wir uns merken. Ja, finde ich sehr nice. Die brauchen das bestimmt auch noch. Ja, denke ich halt. Ja, oh, das gibt's doch, das ist doch wohl nicht. Tschüss nicht! Arschloch. Junge, Junge, Junge. Bin ich froh, wenn wir die los sind. Muss am Namen liegen. Also bei mir werden so Leute grundsätzlich im Chat immer gebannt, wenn die sowas schreiben und so heißen. Der ist auch sehr aggressiv, muss ich sagen. Sehr aggressiv. Die Schlimmsten. Ja, dann, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Ja, tschüss. Und abonniert Gronkh. Tschüss. Boah.